Herr Brauer, Sie stimmen mir doch sicher zu, dass die Bibliotheken zumindest bis jetzt in kommunaler Trägerschaft, also in der Obhut der Bezirke sind. Und Sie stimmen mir sicher auch weiterhin zu, dass wir in der letzten Legislaturperiode genau das versucht haben, Eigenbetrieb und etliche ähnliche Modelle zu entwickeln, die allesamt am Rat der Bürgermeister gescheitert sind, nicht nur am Veto des regierenden Bürgermeisters. Und wir können gerne über ein Bibliotheksgesetz sprechen, aber ich bin der Meinung, wenn wir ein Bibliotheksgesetz nicht finanziell unterlegen, dann haben die Bezirke, die Bibliotheken auch nichts davon. Vielen Dank. Zur Erwiderung hat dann nochmal Herr Kollege Brauer das Wort. Bitte schön. Den Begriff Bibliotheksgesetz habe ich kürzlich wieder in einem Papier gelesen, was heute schon mehrfach zitiert wurde. Ich will jetzt nicht die offenen Munden nochmal aufreißen von heute frühen Nachmittag. Genau da steht das auch drin. Frau Lange, Sie haben vollkommen recht. Bibliotheksgesetz, okay, meinethalb auch ein Landeskulturgesetz. Wenn es aber finanziell nicht untersetzt wird, dann liegt das einfach einzig und allein am haushälterischen Nichthandlungswillen der Koalition. Es ist Ihre Entscheidung, ein solches Gesetz mit den entsprechenden Mitteln zu unterlegen. So, wenn Sie das nicht wollen oder nicht tun, ja, sorry, dann setzen Sie sich bitte mit Ihren eigenen Haushältern auseinander, aber nicht mit der Opposition. Wir sind bereit, diesen Weg zu gehen. Vielen Dank.